Moin moin und willkommen zur 23. Folge von No Man's Sky. Ja, wir sind hier immer noch auf diesem komischen Planeten unterwegs. Wir wollten eigentlich ursprünglich uns den Atlas-Chip holen, das hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja, jetzt sind wir hier wieder ein bisschen am Rumgurken und versuchen einfach noch ein bisschen Knete zu kriegen und ein bisschen die Punkte farmen, wie auch immer. Und haben inzwischen auch schon einiges an Inventarplätzen dazu bekommen, was ziemlich geil ist. Dementsprechend würde ich einfach sagen, wir machen hier weiter. Was haben wir denn hier? Erinnerung von Edzimine. So. Vor langer Zeit von den uralten Gag im Stein verankerte Erinnerungen strömen in mein Gehirn. Ich schrecke zurück, werde aber irgendwie gezwungen zu verstehen. Die Erstgebrüteten sind die Geister des äußeren Randes. In ihrem Schatten werden Imperien fallen, Planeten werden zerbrechen, Galaxien in die Knie gehen. Er zittert vor unseren Namen, denn wir sind die allmächtigen Gek. Niemand kann sich unserem Aufstieg widersetzen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass sie so freundlich inzwischen sind. Reproduktion. Können uns jetzt reproduzieren, oder was? Was ist das? Einfach nur ein Klotz. Okay. Hätte ich das sein können. Oh, da ist wieder der schöne Flieger für 10 Millionen. Den wir in der letzten Folge kennengelernt haben. So, Außenposten. Handelsposten. Und was seid ihr? Aha. Satellitenschüssel. Funksignal. Da hinten ist doch noch was. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch alles voll. Hier kommt man noch gar nicht dazu, irgendwie den anderen Planeten zu erkunden, wenn hier so viel alleine ist. Meine Herren. Also jetzt mal ganz ernsthaft, da verstehe ich die Leute nicht, die gleich ins Zentrum der Galaxie geflogen sind, weil sie unbedingt die Quest dann mit dem Atlas verfolgen wollten oder so. Kein Plan. Ich habe hier so viel noch zu tun und zu entdecken. Ich komme gar nicht auf die Idee, da überhaupt hinzugehen, ehrlich gesagt. Ich verstehe das nicht. Naja. Da sieht man dann halt die unterschiedlichen Präferenzen der Spieler letzten Endes, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür. Wie man doch Spiele unterschiedlich wahrnimmt. So, jetzt haben wir doch hoffentlich irgendwie nochmal wieder Platz freigekriegt, oder? Ah, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. So. Wieder so ein Gagnap. Ah, hier ist der Eingang. Perfekt. So. Ah, ist da sogar jemand zu Hause? Ja. Spezialist Co. Müssen wir irgendwo mal Platz machen. Was haben wir hier? Eine Antenne. Auf der Konsole leuchtet ein pulsierendes rotes Licht. Darunter wiederholt sich eine Reihe von Zahlen, bla bla bla. 17, 33, 65, 129, also 258, ne? Müsste es sein. Nicht? 57? Aber das kann nicht sein. Hä? Naja, ist ja nicht so wild. Okay, wir brauchen einen Inventarplatz. Dann schmeißen wir das einfach mal weg. Hallo. Freund, Verkäufer, Gag, Niedrig Units. Er hat kein Geld. Oder was? Der Händler begrüßt mich mit einer angenehm riechenden Gaswolke. Dass sie einen mal anfurzen müssen. Er öffnet einen holographischen Katalog voller aufregender Blablabla, Blitzwerfer, Blablabla, Multiwerkzeug, Exo, Multiwerkzeug natürlich. Na, was hast du da? Oh. Ah, Blitzwerfer wieder. Nee. Das ist doch scheiße. Wer braucht denn so einen Dreck? Narf. Auch keiner. Oh, den können wir auch noch. Lol. Ein Minischwein. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Irgendwas
Irgendwas hat er doch da gerade scannen wollen, oder nicht? So, die Kisten sind das, oder was? Nee. Da ist doch noch was. Irgendwas ist da doch noch. Irgendwas, was wir noch nicht kennen. Da. Oh süß, noch einer von denen. Geil. Finde ich gut. Die mag ich. So, hier haben wir jetzt soweit. Haben wir das Ding eigentlich schon geknödelt? Hm. Schon kann man das nicht knödeln. Haben wir schon. Ach komm, scheiß drauf. Ah, du. Hallo. Du blöder Wächter. Hallo. Du blöder Wächter. Puff. Au. Haben wir noch eine abgekriegt. Schweinerei. Dim dim dim. Dim diddle dim diddle dim. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das? Ein Frachterbohr. Oh, noch eine Perle. Eine Perle. Kann man auf jeden Fall auch wieder gut verficken. So. Was brauchen wir hier? Komm schon, bitte noch einen Händler. Nee. Oh, was ist das? Aha. Interessant. Plus 3. Ah, Platin und Chrysonit. Chrysonit kenne ich noch gar nicht. Also zumindest sagt mir das gerade nichts. 9 und 0 geht gar nicht. Aber 0 vorne ist gut. Und 8 hinten ist auch gut. Sehr schön. Ja, da denke ich jetzt schon gar nicht mehr nach und lese gar nicht mehr vor. Was soll das? Das ist eh nur Nonsens. So. Noch eine Ruine. Ah, okay. So, hier haben wir jetzt alles. Was ich jetzt nur gerade am Überlegen bin, ist, eigentlich müsste man jetzt hier noch diese ganzen anderen Punkte abfliegen. Aber irgendwie so richtig Bock habe ich gerade nicht. Zumal wir auch schon wieder gerade voll sind. Deswegen habe ich vor allen Dingen keinen Bock. Kriegen wir wieder irgendwas Tolles, was wir nicht benutzen können. Nee. Erstmal wieder verticken gehen. Also sollten wir mal gucken, dass wir den Handelsposten mal einmal anstreben. Oder Außenposten, nicht Handelsposten. Oh ja, sehr gut. Da kann man auch drauf landen. Das heißt, hier werden auch wieder Händler vorbeikommen. Also vielleicht ein neues Schiff. Das wäre doch geil. Also eins ist an dem Planeten richtig geil. Man sieht hier wenigstens vernünftig, wenn man durch die Gegend fliegt. Durch die Lichtstimmung. Liftstimmung, genau. Die liftige Stimmung macht Lift, Lift, Lift. So, euch kennen wir schon. Jo. Das können wir nicht mitnehmen. Weil wir tun seinen voll. Hallo. Hallo. Na, wer bist denn du? Verkäufer-Gag Ahirdis. Ach Gott. Oh, komische Namen immer. So, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was wir haben. Deswegen werden wir jetzt einfach mal sowas hier verkaufen. Das gibt auch schon ordentlich Knete. Um 1500. Das geht nochmal weg. Dann sollten wir uns nochmal kurz das hier anschauen. Oh, wir haben zweimal Iridium hier. Können wir die rüberholen? Ja. Plutonium, das müsste auch nochmal rüber. Das Titan sollten wir mal wegpacken und das Emeril sollten wir mal wegpacken. Ja, wobei, wenn ich das so sehe, ganz im Gegenteil. Plutonium, Tamium. Ich glaube, das, was wir jetzt dabei haben, können wir eigentlich alles einfach weghauen. Das ist ein Plan. Und dann haben wir auch wieder ordentlich Platz und Knete. So, weg. 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 Und wir sind leer.
So, dann gucken wir noch mal, ob wir was kaufen können. 3,6 haben wir jetzt. Platin braucht man. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel. 39 gibt es hier. Eiweißperle. WTF. Aha. Superbrot-Spezies bildete. WTF. Interessant. Chrysonit. 48. Nehmen wir mit. Das brauchen wir für irgendwas. Das brauchten wir auf jeden Fall für irgendwas. War das für einen Flieger? Ich glaube eher für unsere Dingens, für unsere Tools. War das nicht so? Eisen, Kupfer, Aluminium. Hallo? Da ist nix. Da, Chrysonit. 100. Aha, aha, aha. Oder da. Ja, genau. Chrysonit und Platin brauchten wir. Okay, das heißt, wir sollten einfach mal ein bisschen Platin noch mitnehmen. Das, was hier war. Dann. Einmal das ganze Platin, bitte. So. Aber mehr hat er jetzt nicht dabei. Alu hat er denn nicht? Nein. Okay. So, Freund. Hallo. Was hast du denn so? Pirat, Gag-Händler. Herkunft. Er fragt uns noch unsere Herkunft anscheinend. Der sichtlich aufgeregt... Was? Nein, die sichtlich aufgeregte Lebensform zeigt mir eine holographische Video von Angriffsschiffen, die ein Handelsschiff zu einer Bruchlandung auf der Oberfläche des Planeten zwingen. Die Aufnahmen aus dem Orbit zeigen, wie Piraten einen Sturm von Plasmageschossen in den Laderaum eindringen. Dann zeigt der Händler auf die Elemente, die ich abgebaut habe und wirkt besorgt, ja, anklagend. Er sondert eine aufgewühlte, riechende Gaswolke ab. Plasma geschossen, also in der Bergbaustahl. Aha, wir haben ihn jetzt überzeugt. Sehr schön. Er ist erleichtert. Lebenserhaltungsmodul. Aha. Längere Planetenerkundung. Ja, stört mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. So, das Tool nehmen wir nochmal mit. So. Jetzt lasst uns doch nochmal eben überlegen. Wir haben jetzt Platin und Chrysonit. Da bräuchten wir noch Kupfer, aber das will ich gar nicht. Das möchte ich eigentlich auch noch. Mhm. Bräuchten noch eine ganze Menge. Kupfer und Alu vor allen Dingen, immer noch. Nun gut, nun gut. Dann lasst uns mal... den Kram mal einlagern und uns dann mal eben hier um den Wächter kümmern, wenn er schon da ist. Hallo! Piu, piu, piu! Wird sagt. Ja, sollen sie doch. Ich will ja. Na, komm her. Steck dich da nicht so blöd an der Ecke. Alter. Du Blödhammel. Ja, wup, wup, wup. Macht der Alarm. Wupp, wupp. Schon ist er tot. Na? Was soll der Scheiß jetzt? Wie jetzt? Kann man das da rausschießen? Echt nicht? Na toll. Na gut. Dann lasse ich's halt. Okay, wir haben jetzt verkauft. Kann gerade nichts machen. Ja, ist okay. Wir sind ein Gagmeister. Ist in Ordnung. Oh, da müssen wir noch mal ein bisschen was tanken. Ja, so ein bisschen Plutonium wird nicht schaden. Da zum Beispiel. Einmal her damit. Einmal her damit. So. Ja, auch noch mal. Dim, dim, dim. Ah, das ärgert mich, dass es hier kein Alu gibt. Aber gut. Dafür haben wir hier MRE.
Oh. Na du? Blödsack. Na, ein bisschen spät. Hat er noch einen Hüpfer gemacht. So. Da noch. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Plutonium. So. Fertig. Wenn wir abhauen, können wir. Oh. Na, ist das günstiger? Das wäre ja cool. Hauptsache, es hat die Plätze. Ha, Aufseher Dev. Moment, verfolgt er uns? War das nicht auch der? So, gucken wir erstmal, ob du Alu hast oder sowas. Platin hast du wieder. Nehmen wir mit. Ich weiß, könnten wir sammeln, diese Blumen und so, aber gar keine Lust drauf. Geht so letzten Endes schneller. Ha. Chrysonit. Er hat auch Kupfer. Auch gut. So, dann verkaufen. Ja, komm. Weg damit. Ja, das möchte ich aber nicht alles verticken. Ein bisschen brauchen wir ja zum Rumfliegen. Ja, so ungefähr. Das passt schon. Iridium, Platin, Eisen, Eisen, Eisen. Eisen kann weg. Kohlenstoff auch. Das auch. Ja. So, und was willst du jetzt für den Flieger haben? 8 Millionen, das hat 31 Plätze. Das ist interessant. Hat also auch mit den Upgrades zu tun. Okay. Gut zu wissen. Das finde ich gut, das finde ich gut. So. Chrysonit einlagern. Iridium geht nicht. Kupfer auch nicht. Können wir nicht rüberschieben, ne? Nope. Schade. Ja, da ist schon wieder ein Wächter. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Ich will dich putt machen. So. Blitzwerfer. Wow, wow. Blitzwerfer. Ah, blöde Upgrades. Eindeutig. Ah, sehr schön. Nochmal ein bisschen Knede. Gleich weg. Oh, nicht lang schnacken. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. 3,7. Da können wir noch ein bisschen was claimen. Da geht noch mehr. Eindeutig. So. Ah, 3,74. Du bist nichts. Doch. Gesundheit. Nicht den. Oh. Was willst du für den Flieger haben? Weil der hat doch bestimmt auch was zu vertiggern. Weil die Farbe sieht ein bisschen komischer aus. Hm. Muss schon passen, das Schiff, ha? Haben wir wieder Platin. Sollten wir mal mitnehmen. Ich kaufe jetzt einfach ein bisschen mehr von dem Scheiß. Ah, ein Atlasstein. Was? Wow, sind die teuer. What the fuck? Aha. Interessant. Na, da bin ich ja mal gespannt. Mal so ein Ding mal finden. Das bringt ja richtig fett Knete. Hallo. Richtig fett Knete, wollte ich gerade noch gesagt haben. So, was willst du für dein Schiff haben? 11? Nee. Hau mal ab in deinem Ding. Geh mal weg. Komm. Zieh ab. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Definitiv. So, da fliegt er auch schon. Hat er gehört? Nein, da fehlt immer noch eine ganze Menge. Das ist doch eine Schweinerei. Das ist doch eine Schweinerei. Naja, kann man nichts ändern. Oh, perfekt. Ist das jetzt eine andere Farbe oder täuscht das? Das täuscht, ne?
Ah, dürfte selbe VB sein. Moment, Rioa, das ist doch ja wieder der gleiche. Mando. Kommt schon, hab was Neues, Tolles dabei. Platin. Finde ich aber nett von euch, dass ihr mir hier den ganzen Scheiß jetzt ankart. Ist ja wirklich der gleiche. Interessant. Quasi einfach nochmal neu gespawnt. Ist das auch das gleiche Schiff? Ha! Das ist noch günstiger. 11 Plätze, was hat uns? Uns, ja. Auch 11. Nee, kannst weiterfliegen. Für die nächste. Wir warten jetzt einfach hier. Mal ein kleines bisschen. Kann ja hier noch ein bisschen Inventarmanagement betreiben. So. Nochmal rüber transferieren. Zack. Was ist denn? Ach, das Alu. Alu und Kupfer haben wir hier nicht drin. Ich war gerade am überlegen, irgendwas fehlt doch da. Oh, guck mal. Ist schon wieder ein Besucher. Hallo. Na du. Oh. Ist er kaputt gegangen. Wo ist sein Kollege? Kein Kollege? Scheint nicht. Okay. So, Flieger. Dürfte jetzt kommen. Ist nicht eigentlich an. Müsste, ne? Das sieht ganz danach aus. Ja, doch, auf jeden Fall. So. Kommt dann jetzt nochmal einer. Das wäre zu gütig. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen die Umgebung umflügen. Ist da noch irgendwas Tolles? Ah, da hinten, ne? Zur Not. Aber mir wäre eigentlich lieber, wenn man rankommen würde. Schaut mal, hier haben wir noch ein paar Blümchen. Können wir sie eigentlich auch nochmal eben mitnehmen. Ha! Das ist immer. Da ist nämlich auch noch Platin. Sparen wir uns ein bisschen Knete. Ah, so ein blöder Wächter. Komm, Stimmer, her. Und puff. Gib Platz wie eine Pinata. So, da ist noch eine. Zack. So. Irgendwie kommt da jetzt gar kein Flieger. Was soll denn das? Naja, bauen wir noch mal ein bisschen Eisen ab. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was von. So rein von der Theorie her. Klopp. Der will hier landen. Eindeutig. Eindeutig. Jupp. Der will hier landen. Ah, das ist wieder so ein komischer Insektenflieger. Aber wir gucken trotzdem. Was ist denn das für einer? Ja, ja, ja. Amr, Freund. Ja, ist klar. So, was hast du denn Feines? Du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Platin, was ich dir schon mal abkaufe. Hat auch wieder so einen Atlasstein. Beutelgift. Chorwachsgehäuse. Grüße. Ja, toll. Ein. Wow. Ja, besser als nix. Oh. 1,9. Mit 22 Plätzen. Wir haben 19. Ach, das lohnt nicht. Nee, nee, das lohnt nicht. Das ist nicht genug, mein Freund. Du musst mal ein bisschen mehr anschleppen. Dann wäre ich auch zufrieden. Naja. Verticken wir nochmal eben. Okay. Erstmal nochmal Transferierrohren. So. Jetzt können wir auch. Tja. Irgendwie haben wir gerade echt nicht so richtig Glück, ha? Huh?
mir das hier so ansauen tue. Das kann weg. Das auch. Und der vor allen Dingen. Ja, können jetzt noch einen kleinen Moment warten. Und darauf hoffen, dass da gleich nochmal was Vernünftiges... Oh, der ist symmetrisch. Das wäre nämlich mir ganz lieb. Der sieht ein bisschen komisch aus mit seinen Flügels nach oben. Sieht ja noch mehr nach Insekt aus, ne? Ob man die Flügel auch drehen kann oder so? Stimmt nicht. So. Ja. Ach, wir sollen ein Raumschiff loswerden. Aha. Platin. Nehmen wir mit. Nachtkristalle. Wie? Mehr hat er nicht? Das ist ein armer Schlucker. Minus 4? Er will Aluminium haben. Oder was? Sehe ich das richtig? Ja, wird sie sogar relativ... What the heck? 82? Das ist ganz schön viel, kann das sein? Ha. 8,1. So viel ist Aluminium eigentlich nicht wert. 13.000? Aber nee. Scheiß mal drauf. So viel ist mir das Geld jetzt auch nicht wert. 21 Plätze. Ist jetzt auch nicht so der Hit, ne? 19 gegen 21. Nee. Ich würde sagen, das wird gerade nichts. Na gut. Wo ist denn der Flieger da? Wir hatten soweit alles... Nee, jetzt aber. Eingelagert, wollte ich sagen. Muss ja sein. So. Dann wollen wir mal loslegen. Und nochmal ein Stückchen Fliegorn. Handelsposten, 1 Minute. Ruine. Das ist aber auch noch was. Oder waren wir das schon? Waren wir das schon, oder nicht? Eigentlich waren wir das schon. Und hier waren wir doch auch schon. Oder nicht? Ja klar. Nee, Idiot. Das war die hintere. Das war die hintere Ruine. Absprungkapsel. Haben wir das schon? Ich meine, das ist grau, ne? Wir landen trotzdem einfach nochmal. Besser ist, nicht, dass da noch eine ist. Also Inventarplatz und so, das wäre natürlich... nee, okay, die haben wir schon. Die haben wir schon. Na gut. Da ist noch eine Ruine, aber die... Hä? Die haben wir doch schon. Haben wir gerade veräppelt vor. Hat man nicht gerade noch eine Ruine aufgedeckt? Oh. Schaut mal. Hä? Ist ja witzig. Einfach mal so ein Wort hier stehen, was ich gar nicht gecheckt habe. Was ist das? Emeril? Ist das Emeril? Ja. Na gut. Plutonium hier irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Haben wir schon gut was verballert hier. Naja, egal. Weiter. Da wollen wir hin. Zum Handelsposten. Vielleicht können da ja ein paar mehr Flieger landen. Gibt's ja auch so ein paar Stellen. Guck mal, ich hab noch was entdeckt. Also der Planet ist geil, der gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Wieder ein Inventarplatz. Nice one, 80.000 jetzt. Na, langsam wird's teuer, ne?
oder? Ah. Jo, 80.000. Aware. Ja, so langsam wird's echt teuer. Aber egal. Dafür gerne. Liebend gerne sogar. So. Lasst uns nochmal eben schauen. Ja, komm. Das sollten wir schon noch mitnehmen. Einmal das. Einmal das. Da ist auch noch was. Ah, der Planet ist echt geil. Also muss man ja mal sagen. Kennen wir dich schon? Nope. Nope. Ah. Das ist auch gut. Hm. Ah, da ist noch was. Ja, sollten wir vielleicht nochmal gucken. Ja, das nehmen wir noch mit. Wie jetzt? Oh, hallo. Wieder so ein kleiner Mann. So. Geht doch. Da brauchen wir nicht rüber. Perfekt. Dann würde ich sagen, nochmal nachtanken. Nochmal einmal rüber transferieren, was geht. Hm. Wir haben jetzt 21 Plätze und unser Schiff hat 19. Das heißt, wir haben inzwischen mehr Plätze als unser Schiff. Auch geil. So. Huch. Habe ich noch irgendwas entdeckt? Nee. Das ist eine Ruine, die wir zwar... Hä? Das macht mich jetzt irgendwie kirre. Wieso wird die noch so... Noch ein Inventarplatz. Wie geil ist das denn? Okay, das ist mal richtig geil hier. Eieieiei, jetzt wird's aber richtig teuer. Der muss ja jetzt 90.000 kosten. Eieieiei. Oh, lecker. 90.000. Bam. Geil. Und im Moment nichts drin. Oh, mal ein bisschen füllen hier. So. Geht ja gar nicht. Ah, und vor allem geht ja gar nicht, dass wir mal wieder nicht vorwärts kommen. Wenn ich so überlege, dass wir hier eigentlich wegen dem Atlas-Chip her sind. Na du. Du bist böse. Lass mich mal in Ruhe lassen. Oh, ein anderes auch da. Wo? Da. Stieb. Genau. So. Ja, komm. Nehmen wir mal ein bisschen was hier von dem Scheiß mit. Können wir unsere Waffe / Tool auch nochmal nachladen. Zack. So, einmal. Nö. Das nachladen. Damit. So. Und weiter geht's. Und nochmal zur Ruine. Na gut, dass ich nochmal zurückgeflogen bin, ha? Huh? Wo sind denn jetzt? Absprungkapsel. Da ist noch irgendwas. Das habe ich ja auch schon vermutet, dass da noch irgendein. Ein Ding ist, was ich übersehen habe. Muss ja irgendwie so sein, ha? Huh? Hm. Was könnte ich denn da übersehen haben? Komm schon. Nein! Autsch. Oh. Sind aber reingekommen, irgendwie. Interessant. Na, kommt man hier hoch? Das ja, aber... Scheint wohl nichts zu sein, ha? Huh? Ah, oh, man hat einen tollen Ausblick. Aha. Hab ich das denn geschafft? Bin doch da irgendwie durch die Wand geglitscht. Oder nicht? Hm? Okay, also jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Also irgendwas fehlt hier doch noch. Hm. Ich nicht ganz verstehen.
warum wird das noch angezeigt? Also vor allen Dingen auf so einer großen Distanz. Das wurmt mich halt. Vergessen, das Ding zu benutzen? Nein. Ich verstehe es nicht. Hier ist jetzt Eisen. Hier ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, okay. So ein Dingens. So ein Steinchen zum Benutzen. Da auch nicht. Ich raff's nicht. Ach, er wollte, dass wir fünfmal rumrennen, damit wir den Meilenstein erreichen. Ja, warum sagt er das denn nicht gleich? Ach, Rummel. Komm schon. Hoch da. Komm schon. Danke. So, wo ist jetzt der Flieger? Der sah auch nicht schlecht aus. Den hätte ich auch ganz gerne gehabt. Falsch Knopf. So, ja gut, dann halt Scheiß drauf. Was ist das? Moment. Irgendwas hat er hier. Irgendwas hat er da gerade gehabt. Die Signalquelle hier. Das könnte natürlich sein. Ah, hier ist wieder so ein Außenposten. Ey, das kann doch nicht angehen. Der Planet ist ja richtig geil, was das angeht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wenn man hier suchen will und ein bisschen was finden will, kein Thema. Ja, nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas super Interessantes. Was ist das? Gerade nicht richtig deuten, aber ist nichts wirklich super von Interesse. Tja, noch eine Basis. Ja, das ist sowas Großes. Nice one. Dann landen wir mal. Nice, 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 nice. Ah, ist noch bestimmt wieder was Nettes. Aber irgendwas wird ja von hier an Fliegern ankommen. Was wir irgendwie mögen oder so. Oh? Man kann nicht angehen. Es wird immer nur Pech haben. So. Wieder ein bisschen Stuff mitgenommen. Perfekt. Ah, was bist du denn für einer? Du siehst schon mal gar nicht so schlecht aus. Du gefällst mir. Gefällt es mir sogar eigentlich ziemlich gut. Gucken wir mal. Ja, das ist in Ordnung. Das möchte ich sogar eventuell. Dein Schiff haben. Aber dafür möchte ich mich mal erstmal inspizieren. Kohlenstoff kann auch weg. Vor allen Dingen kommt drauf an, was es kostet, ne? 33. What? 11 Plätze? Das sieht so geil aus. Das muss es auch noch ein größer geben. Definitiv. So. Da hat sich jetzt immer noch nichts getan, ha? Huh? Nicht so wirklich. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Naja. Huch! Was ist jetzt passiert? ETF? So, mein lieber Kaufmann. Was hast du denn so Feines? Was? Bla bla bla. Oxid will er haben. Okay. Haben wir ja sogar. Aha, was ist das denn? Belüftungsmembran. Asthmaatmungshilfe. Oh. Oh lol. Vielleicht 3 Stück davon. Dann fangen wir mal mit dem an. Wir dürfen uns jetzt nicht lange aufhalten. Komm schon, komm schon, komm schon. Sabbel nicht so viel. Oh. 28
Gekauft. Nein, nicht gekauft. Fuck off. Was ist mit dir? Komm schon, mach schneller. Was kostet das? 28. Jetzt haben wir wieder nicht genug Knete. Das ist ein anderes Werk. Ficker. Das ist gemein, wenn man nicht genug Knete hat. Das ist echt gemein. Nun gut, nun gut. Jetzt liegt der andere. Das ist so gemein. Naja. So, was hat er denn noch dabei? Plugin. Das nehmen wir nochmal mit. Brauchen wir immer noch, glaube ich. Aha. Die kenne ich ja auch noch nicht. Ah. Nox. Sehr schön. Das ist gut. Wir könnten auch eigentlich nochmal eben den hier machen. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Ja, schon irgendwer angekommen wieder? Natürlich nicht. Nochmal verticken. Wobei, wir haben ja jetzt gar nichts zu verticken, nicht Depp. Was rede ich denn da? Ich wollte nochmal kaufen. Gucken, was der hier noch anzubieten hat. Der hat auch noch Platin. Kalium. Aha. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir doch mal mit. Immer noch keiner angekommen hier. Ich höre doch was. Ich höre doch was. Jetzt bin ich gerade am Grübeln. Wir müssten eigentlich langsam mal eher das Schiff freikriegen. Pfiff. Das ist jetzt gerade langsam ein Problem. Können wir mal die Warpzelle rausholen. Und das nochmal reinschmeißen. Den Meril raus. Und Kalium rein. Boah. Sonst ist jetzt voll. Joa. Nee? Ah, schaut mal. Den können wir uns jetzt leisten. Das war auch der einzige mit Radox. Radnox, nicht Radox. Perfekt. Finde ich gut. Dann haben wir jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Bums. Kann jetzt mal wieder ein bisschen Wächter jagen gehen, ha? Muss mal testen. Oh. Autsch. Ist da jetzt gerade eigentlich einer angekommen oder nicht? Das hat sich nämlich so angehört gehabt. Natürlich nicht. Mehr gar nicht. Ja, die Backen. Der landet. Der sieht cool aus. Was bist du denn für einer? Oh. Oh, jetzt habe ich. Der sieht geil aus. Schneller! Ich will da hin. Der sieht viel geiler aus. Lauf doch mal! Komm schon. Was bist du für ein Flieger? Mach hin, ich hab keine Zeit hier. Und was für Grafikfehler? Kaufen. 1,22 Plätze. Oh, der sieht so geil aus. Aber der ist so teuer. Bringt nichts. Es sind 3 Plätze mehr. Es lohnt einfach nicht für das Geld. Das ist doch schade. Nein, du Wichser! Das gibt's doch nicht. Der dumme Pisser. Der ist zu klein. Der andere da. Den will ich nicht. Manno. Das ist doch blöd. Das ist doch richtig blöd. Ich bin jetzt beleidigt. Mach jetzt hier was kaputt. So.
Hoffentlich kommt ein Wächter. Das ist eigentlich der primäre Plan. Aber irgendwie gucken hier gerade. Da hinten ist einer. Na, komm her. Oh yeah! Endlich, 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 endlich. So habe ich mir das vorgestellt. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Piu, piu, piu. Oh, viel besser. Oh, ist das angenehm. Oh, ist das angenehm. So. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Ja, nee, ist klar. Taucht das einfach hier neben uns auf, ne? Mhm. Ist schon richtig. Euch kennen wir alle schon. Da hinten ist noch irgendwas. Sollten wir also doch nochmal schauen gehen. Ah, ist das ärgerlich mit den Fliegern. Da muss man echt ein bisschen warten, ne? Bis dann wirklich was Passendes kommt. Das kann schon ein ganzes Weilchen dauern. Da waren wir auch noch nicht drauf. Na, reicht das noch? Boah, ganz knapp. Haben wir das schon? Eigentlich nicht. So, oh, guck mal. Kennen wir ja noch gar nicht. Sehr schön. Sehr schön. Noch irgendwas? Da ist angeblich ja auch noch irgendwie irgendwo irgendwas, ne? Hm, sind die eigentlich aggressiv? Na, zeig ich nochmal an. Unterwürfe, Pflanzentreffer. Treffer. Fresser. Mensch. Hier noch irgendwo? Scheinbar nicht. Da so? Auch nicht. Na gut. Sind hier auch wieder keine Wächter oder so? Dann nehmen wir halt einfach den Scheiß hier weg. Kommt vielleicht einer. Schauen wir mal. Blub. Ah. Ach, wieder so ein Insekto. Zwei Stück davon. Och man, das ist doch doof. Ich merke schon, wir werden nicht zu unserem Wunschflieger kommen. Zumindest noch nicht in absehbarer Zeit. Ah, so langsam ist der Regen auch ein Problem. Oh, was ist das denn für einer? Der sieht ja witzig aus. Umgedrehter Podracer. Was bist denn du für jemand? Hm? Amere Freund? Was hast du denn zu verkaufen? Ach, nichts Tolles. Aber du hast ein Schiff. Mit 26 Plänzen für 3,9 Mille. Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt richtig gemein. Das wäre jetzt einer, der wird sich lohnen. Rein von den Plätzen her. Wir haben aber nicht die Knete. Nicht ganz. 400.000. Oh, ist das fies. Kann man die Sachen nicht irgendwie verticken oder so? Nein, ne? So ein Cheat. 3,9. Hm. Das ist doch blöd. Ausrangieren, Objekt übertragen. Ändert sich auch nichts am Preis. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Wobei die Farbe halt auch echt irr ist, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Kaufen wir nochmal eben und gucken wir dann. Das können wir. Das, das. Das, da lassen wir. Da ist ja noch einer gelandet gerade. Das reicht aber nicht mal ansatzweise. Oh, was ist denn das für ein. Das sieht ja auch schick aus. Ach so, eins ist das. Mhm. Wie viele Plätze hast du denn? Rioa. Mal wieder.
Der kommt ja hier öfters vorbei. Interessant. Das ist ja echt interessant. Ja, Tatsache, wieder den Kram dabei. Das ist ja witzig. So. Was willst du diesmal? 4,7. Für 27 Plätze. Mhm. So, wir sollten jetzt mal eben schnell in unser Schiff kurz rein. Und dann könnten wir nochmal eben schauen. Ich glaube, da hat sich jetzt aber noch nichts groß geändert, ha? Huh? Tja, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, das hier können wir mal wegschmeißen. Das könnten wir noch gebrauchen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Nee, Moment. Jetzt rede ich da. Das hier. Eigentlich sowas interessiert mich viel mehr. Und der war das, genau. Den und den möchte ich noch ganz haben. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Das wird ja sogar hinpassen. Ja doch, das würde hinhauen. Das würde ja sogar hinhauen. Naja, gucken wir mal, ob wir das vielleicht hinkriegen. So, wie sieht's mit Fliegern aus? Noch irgendwas Tolles hier? Kommt gerade wieder einer, zwei. Drei? Drei sogar von denen. Wollt ihr mich verarschen? Ich könnte auch mal irgendwie ein bisschen Variation reinbringen. Muss doch nicht immer mit den gleichen Modellen hier ankommen. Muss doch nicht sein. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall unseren Stuff. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Den brauchen wir auch immer noch, ne? War das nicht so? Ich glaube ja. Voll leider nicht mal irgendwas Interessantes dabei. 21, nö. Kein Interesse, danke. Was ist mit dir? Zeig mal dein Ding. Er heißt ja genau so. Okay, das heißt, der wird dann auch jetzt genau den gleichen Scheiß verkaufen. Okay. Das nehmen wir nochmal eben mit. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich weiß jetzt gar nicht, brauchen wir noch Alu? Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. 21 Plätze. Ja, wie kommt denn sowas? Ja, Mai. Können wir ja nochmal eben schnell schauen. Hat sich da jetzt was getan? Nein, wir brauchen kein Aluminium. Doch. Und noch ein bisschen Kupfer brauchen wir. Hatte der Kupfer dabei? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Schon wieder was. Sehr schön. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Nope. Der hatte... Oh, das sieht geil aus, das Schiff. Das sieht geil aus. Das will ich haben. Das will ich haben. Da ist mir auch sogar die Farbe scheißegal. Kommt schon. Erstmal, was verkaufst du? Eisen, Platin, nehmen wir nochmal. Ne, brauchen wir ja gar nicht mehr. Alu. Ja, damit. Und dann. Du. Ranritzen. Da ist nochmal einer. Du Arsch. Von denen. Na gut, dann haut er halt einfach ab. Kupfer. Gab's hier kein Kupfer? War das nicht so? Mir war so. Kaufen. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Eisen. Genau den gleichen Scheiß. Nee. Nee, das ist doch gemein.
Das ist doch einfach nur gemein. Ich fühle mich diskriminiert. Oh. Bisschen stacken geht da noch, scheinbar. Hat jemand gekommen oder weggeflogen? Ja, sieht nach weggeflogen aus. Nun gut, nun gut. Dann werden wir wohl auch diese Folge irgendwie nicht so richtig Glück haben. Hab ich so das Gefühl. Brauchen also immer noch Knete. Ja, da kommt wieder einer von den schicken Fliegern. Das ist gemein. Den werden wir jetzt nochmal eben abchecken. Aber ich glaube nicht, dass wir Glück haben werden. Und dann werden wir wohl in der nächsten Folge wohl doch nochmal ein bisschen was verdienen müssen. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen rumfliegen oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen umschauen hier auf dem Planeten. Das definitiv. Aber ob wir das groß machen werden, das weiß ich dann auch nicht mehr. Ich glaube, bis auf Inventarplätze, ach gemein, wieder eine Million zu wenig, werden wir hier nichts wirklich bekommen, was irgendwie interessant ist. Und da werden wir dann letzten Endes auch wieder nur Geld abbauen, nicht aufbauen. Das ist ja auch das Ding. Gut, wir könnten natürlich auf der anderen Seite hier auch noch versuchen, die anderen drei Rassen zu bekommen. Das war natürlich auch noch eine Maßnahme. Das können wir uns ja alles noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich würde auf jeden Fall sagen, damit sind wir dann jetzt soweit am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.